Mein Schwerpunkt in der Praxis ist die Gewichtsreduktion auf eine gesunde Art und Weise mit einem nachhaltigen Gewichtserhalt. Und mein Schwerpunkt liegt darauf, dass wir nur den Körperfettanteil reduzieren, die Muskelmasse erhalten bleibt. So können wir letztendlich auch den Jojo-Effekt vermeiden. Es gab zwei große Gründe, wofür ich wollte überhaupt ins Ernährungsberatung kommen. Eine war medizinisch bedingt, dass ich habe eine chronische Erkrankung. Und der zweite war, dass durch diese chronische Erkrankung eigentlich und ein schlechtes Ernährungsverhalten mein Gewicht ist mehr oder weniger außer Kontrolle geworden. In diesem Bereich könnte ich mir eigentlich gar keine professionelle Beratung vorstellen, ohne ein medizinisches Messgerät, um die Körperzusammensetzung zu beurteilen. Trotzdem wollte ich einen medizinischen Umgang. Also das heißt eigentlich ein wissenschaftlich basiertes Umgang. Und dafür war mir denn der Messung eigentlich ganz wichtig, na, insgesamt. Weil das war der erste Fundament, worauf wir könnten einen Ernährungsberatungsplan und einen Ernährungsumstellungsplan bauen. Sobald das Gerät den Kontakt hergestellt hat, ziehen Sie gleich hier die grüne Häkchen. Eigentlich für mich, mein erster persönlicher Eindruck von dieser Maschine war, wow, du kannst das alles machen ohne diese riesige Technik. Ne? Der Seeger MBCA ist eigentlich das beste Gerät, was es so auf dem Markt gibt. Und da war die Entscheidung sehr, sehr leicht gefallen. Und ich denke, es ist auch ein Garant, und das sage ich auch immer wieder meinen Patienten, dass das Gerät auch von Unikliniken genutzt wird. Und manche Patienten kommen sogar und sagen, sie haben es im Fernsehen gesehen und oh, ich habe das ja auch und sie möchten hier die Messung machen. Mit dieser Messung hatte ich das Gefühl, eher, okay, ich stehe drauf, es ist ganz schnell, es ist nicht unangenehm sofort hat man ein bisschen einen Eindruck von das, was man will wissen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass die Patienten mithilfe der Messwerte besser verstehen und sehen können, was wichtig und notwendig ist, um das Wunschgewicht zu erreichen. Dieses Schwarz auf Weiß, ich kann es mitnehmen, ich kann es vielleicht auch mit meinen Freunden besprechen, ich kann es auch mitnehmen ins Fitnessstudio. Manche nehmen die Werte mit, gerade auch die Muskulatur oder die Werte der Muskelmasse, um es eben mit dem Personal Trainer oder im Fitnessstudio zu besprechen oder auch mit dem Arzt, wenn es um den Phasenwinkel geht, dass sie dann nochmal mit dem Arzt drüber sprechen. Ich denke, es ist enorm wichtig, für die Patienten diesen Beleg zu haben. Das sage ich auch immer den Patienten hier wieder, wenn sie mit den Werten zu einem Arzt gehen, in die Klinik gehen, wenn da oben Seeger steht, dann glaubt ihnen jeder, dass diese Werte nicht irgendwie Spaßwerte sind, sondern dass es sich hier um ein medizinisches Produkt handelt, ein medizinisches Messgerät mit hochwertigen Auswertungen.